Das ist wichtig, da mal wegzukommen, auch so vom Militär. Es geht ja auch um die Bevölkerung. Die Frage ja, wer möchte denn diesen Krieg überhaupt und warum hört niemand auf zu schießen? Das ist ja sehr erstaunlich. Und warum? Ich kenne nämlich, warum gibt es noch genügend Leute, die hinter den ideologischen Fahnen hermarschieren? Ist einmal ein grundsätzliches Thema über uns Menschen. Ich sage, wir haben nichts dazugelernt in unserer ganzen Entwicklung. Der Mensch ist geblieben, was er seit 10.000 Jahren immer schon war. Er ist alles das geblieben. Er rettet Leben, er schlägt Tod. Er tut Gutes, er bestiehlt. Alle diese Dinge haben wir weiter behalten. Das ist eine vermutlich philosophische, aber nur eine Erklärung. Ich weiß immer noch nicht, warum Menschen, die so viel gelitten haben, und es sind jetzt 2 Millionen oder mehr Flüchtlinge, die ja auch dieses alles transportieren. Sie haben ihre Heimat verloren, ihre Existenzen verloren. Sie haben im Grunde, so glauben sie, zunächst auch mal zu Recht, ihre Zukunft verloren, keine Perspektive. Ich verstehe nicht, warum immer noch diese Menschen hinter den ideologischen Fahnen hier marschieren. Ich kenne niemanden. Ich war im Sommer 93 das erste Mal in Bosnien, bis nach Tuzla hoch. Und ich kenne kaum einen Menschen in Bosnien oder in Tuzla, der sagt, wir wollen weiterkämpfen oder wir wollen diesen Krieg. Ja. Kenne ich nicht. Und was mich sehr erstaunt ist, ich kenne die meisten Menschen, die ich kenne, die sagen auch heute noch, obwohl natürlich auch nationalistische Tendenzen, wie soll es auch nicht anders nach 3 Jahren Krieg, obwohl die natürlich auch steigen, die meisten Menschen sagen auch heute noch, wir wollen und müssen auch wieder zusammenleben. Ne? Das sagen die alle drei. Das sagen die alle. Aber sie machen mal. Ich sage Ihnen, aber machen weiter. Ich bin jetzt gerade heute vor 2 Wochen raus. Ich habe einen jungen Mann getroffen, die gehen ja immer an die Front. In Sarajevo gehen die immer 5 Tage an die Front, dann 2 Tage zurück. Das macht man, damit die Männer, die Familie haben, sich auch in der Stadt um die Familie kümmern können, um Holz, um Lebensmittel, alle diese Dinge, sonst stehen die allein. Also da treffe ich einen jungen Mann, den ich kannte. Der sitzt oben auf dem Ickmann und der erzählt mir wirklich die Geschichte. Und ich kenne den, das ist so. Eines Tages sagt er, wir liegen 50 Meter vielleicht von der serbischen Linie da oben in den Wäldern, in den Felsen, ruft von drüben jemand von den Serben, kommt doch mal raus, lass uns in der Mitte treffen, ohne Waffen. Und ich sagte zu meinem Kommandanten, was machen wir da? Da sagt er, naja, so, ich weiß nicht. Und dann ruft der Serbe, pass auf, ich komme raus, da seht ihr ohne Waffen. Also der kommt raus, der Kommandant sagt, also nur schießen wir mal nicht, was passiert da? Ist das eine Falle? Kurzum, die treffen sich wirklich in der Mitte, stellen fest, sie sind zum Teil aus Sarajevo, ein paar haben sich gekannt, sie rauchen miteinander, beim nächsten Mal haben sie auch eine Schnapsflasche dabei, dann sagen die Serben, passt auf, in ein paar Tagen wird hier unsere Einheit ausgetauscht, dann seid vorsichtig, wenn sowas passiert, dann geht lieber nicht raus. Wir sagen euch wieder Bescheid, wenn wir da sind und dann treffen wir uns wieder. Und alle beiden Seiten haben gesagt, die jungen Leute, wir wollen diesen Krieg nicht, das ist alles Irrsinn. Ja, aber wahnsinniger kann so, doch der Wahnsinn habe ich gar ihm nicht gesagt, sein. Warum schießt ihr denn dann anschließend aufeinander? Ja. Und dann sagt er, naja, wir sind in der Armee. Ist natürlich keine Erklärung, aber mehr haben die auch nicht drauf als Erklärung. Also ich kenne diese Geschichten auch. Entschuldigung. Ich kann nur sagen, wenn man den einfachen Bürger, was immer das heißen mag, trifft, wenn man mit den Frauen spricht, die dann 9 Monate ohne Wasser und Strom in den Kellern saßen und Mosna, die haben alle bis hier den Krieg satt. Überall. Keiner. Nur, seit wann ist das gemeine Volk, in Anführungsstrichen, je gefragt worden, wenn Kriege geführt worden sind? Die Politiker, Hardliner, nicht alle Politiker, ein Teil der Generäle, andere haben auch Interessen, wirken mit. Diese serbische Story, sage ich mal, das Ausland ist schuld, das ist Quatsch. Verzeihen Sie bitte, ich weiß, was bei mir gehandelt wird an Waffen. Aber dass vom Ausland Waffen gern verkauft werden, das ist ganz unbestritten. Und solange ein Boykott da ist, werden die Waffen teurer verkauft als im anderen Falle. Dies ist auch richtig. Und dass die Serben mit moderner Artillerie schießen, die nicht auf dem Balkan gebaut worden sind. Und dass in Kroatien Mix stehen, die früher nie mit Russland was tun hatten, ist auch selbstverständlich. Und dass die bosnische Armee Verteidigungssysteme haben, gute Verteidigungssysteme, die nicht auf dem Balkan gebaut werden, ist auch klar. Gegen alle UNO-Beschlüsse wird geschmuggelt, wird geschoben, wird gehandelt. Das ist aber das Problem nicht. Die Frage ist, auf dem Balkan gab es eigentlich nie eine durchdachte demokratische Gesellschaft. Immer haben starke Leute geführt oder andere haben rebelliert. Dies ist eine Geschichte für fast 1000 Jahre auf diesem Balkan. Und noch heute hört man auf die Führer einer Nation,
sei es in der Stadt, sei es in der Region, sei es im Ganzen, mehr als wir es gewohnt sind. Nur sage ich als Deutscher, ich kann mich ganz schwach entsinnen, dass nach 1933 auch ein Volk mit großer Erziehung und Kultur auch hinter Fahnen hergelaufen ist, sich hat auch verführen lassen, auch in den Krieg marschiert ist. Nicht freudig, 1939 gab es keine Freude. Aber es gab das Gleiche. Wir tun manchmal so, als wenn wir 1933, 1945 vergessen haben. Und zweitens den Bürgerkrieg. In Finnland gab es einen Bürgerkrieg, der 6 Monate dauerte. 1918, 19. 39 ist der Bürgerkrieg vergessen worden in Finnland, als Stalin Finnland angriff. Bis dahin gab es eine Spaltung von 30%. 39 war der Bürgerkrieg zu Ende in Spanien. 79 haben wir Demokratie aufgebaut. Und die erste Forderung war des Königs an alle Parteien, sprecht um Gottes Willen nicht über den Bürgerkrieg, die Wunden sind zu groß. Man soll nach Louisiana gehen und sehen, wenn Dixieland gespielt wird und die Konföderiertenflagge eingeführt wird. Dann steht man nach 120 Jahren auf und grüßt die Flagge als Nationalflagge. Oder in Frankreich zur Europawahlkampf hat eine rechte Gruppe mit dem Massaker von Vendée 1792 geworben und hat 10% der Stimmen von ganz Frankreich bekommen. Bei uns ist der Bürgerkrieg 15 Monate her. Die Menschen können nicht so schnell vergessen. Deswegen ist es nicht mehr ein Problem von Hass, aber Misstrauen. Und dieses Misstrauen abzubauen, übrigens Misstrauen unter allen dreien, sage ich. Sie wollen immer die Serben einführen. Ich tue das nicht, weil ich an alle drei denke. Aber ich denke an alle drei. Diese Waffen, das ist nur ein Aspekt, ein Nebenaspekt. Im Prinzip, Sie haben ihn aber eingeführt. Ich muss, ja gut, aber da ich nicht zu Schluss kam, muss ich fragen. Meine Ex-Heimat, Jugoslawien, als eine multinationale Mitte, hat man gesagt, die Serben können nicht mit Kroaten leben, die Kroaten können nicht mit Mazedonien, mit Slowenien, müssen jeder einzelne Staat. Klein-Jugoslawien war früher Bosnien, wir haben immer Bosnien genannt, Klein-Jugoslawien, versuchte so eine multinationale Mitte mit Gewalt aufrechtzuerhalten. Da ist Widerspruch. Groß-Jugoslawien kann nicht als Einheitsstaat bleiben, aber Bosnien muss. Warum muss es denn als Einheitsstaat bleiben? Erklären Sie mir das. Weil im Prinzip, habe ich vorhin gesagt, alle haben in Bosnien Recht und alle sind in Unrecht. Die Serben haben, wie gesagt, auch Recht da zu leben, die Moslems. Die kann man nicht in die Türkei, sagen wir mal, oder in die islamischen Länder ausfliegen. Nur Frage ist, können die miteinander, oder Sie sind in Mostar, wie lange sind Sie, ein Jahr oder anderthalb Jahre? Da ist dann genauso, sagen wir mal, vielleicht nicht Hass, aber Misstrauen groß. Sie haben auch da die Barrikaden, die Grenzen in einer Stadt, das ist geteilte Stadt. Sie wissen auch, wie viele Serben in Mostar vor dem Krieg gelebt haben, wie viele leben heute, vielleicht ein paar hundert. 3000. Oder 3000, aber da waren es mehr, zigtausende. Das sind wir. Also 30.000, da fragen wir, wo sind diese, sagen wir mal, 27.000 hingegangen, wo sind die? Das genau kann man sagen, wo sind die Moslems aus Banja Luka oder aus Städten wie Deventer, aus Brčko hingegangen. Und die nicht zu vergessen, die im Augenblick sehr leiden in Banja Luka. Im Prinzip, ja. Nicht im Prinzip. Aber was leiden, im Augenblick passiert gegen die türkischen Kirche, ist nicht zu begreifen.